Das ist eine Woche her, wo ich hier mit einer Frau hier an der Tür gewesen war. Morgengrauen, durfte keiner mehr rein, war kein Einlass mehr. Ist eskaliert, die ganze Situation. Ich habe eine ganze Dose Pfeffer ins Gesicht gekriegt. Meine Kollegin hat es geklärt. Irgendwann meinte Marc zu mir irgendwie, Leute, du hast so eine große Fresse. Willst du nicht mal probieren, bei uns an der Tür so zu machen? Wie dir das gefällt so? Ja, ich sehe mich eher so als Beschützer. Ja, ich sehe mich nicht als einen bösen Türsteher, der Leute prügelt oder rausschmeißt, sondern ja, das ist sowas wie eine soziale Arbeit. Ich habe damals wegen der Schauspielerei dann fest gekündigt. Oh, und so kam es dann. Ich hatte hier nebenbei in der Bar noch gearbeitet, so als Sidejob. Und dann hat mich der Besitzer vom Farbfernseher angesprochen, ob ich mal aushelfen könnte. Und durchs Aushelfen ist dann halt mehr draus geworden. So. Und genau, und seitdem bin ich fest dabei. Perspektivisch ist es natürlich langfristig so gedacht, dass ich irgendwann eine Schule habe, wo ich jeden Tag trainiere und genug Schüler habe, damit mir das den Lebensunterhalt abdeckt und vielleicht noch ein bisschen Tür, aber nicht in dem Maße, wie ich das jetzt schon seit Jahren einfach mache. Teilweise sind das ja dann Zeiten, wo du echt wochenlang 4 oder 5 Nächte machst in der Woche. Und das haut dann schon ganz schön rein. Also ich mache es wirklich, weil es irgendwie mir auch Spaß macht. Wie gesagt, weil ich mit meinen Freunden zusammenarbeiten kann und mir die Möglichkeit gibt, auch so mir meine Arbeitszeit frei einteilen zu können und Urlaub zu machen, machen zu können, wann ich möchte und halt genug Zeit für meine Tochter zu haben.